Leo, der Lastwagen. Leo fährt die Straße entlang. In seinem Ladekasten transportiert er jede Menge Teile. Schau mal, da vorne ist eine Kreuzung. Die kleinen Autos haben Leo den Weg abgeschnitten. Seid vorsichtig, Autos. Sonst stößt ihr noch mit Leo zusammen. Das ist ein fertiges Fundament. Und hier sind die Teile, die wir heute brauchen. Autos, Leo wird heute ein Parkhaus für euch bauen. Den Schutzhelm aufsetzen. Wie ein richtiger Bauarbeiter. An den Eingang des Parkhauses kommt eine Schranke. Hier haben wir 4 Stützpfeiler. Jetzt kommt die obere Etage. Und eine Rampe, damit die Autos hoch und runter fahren können. Das Parkhaus bekommt aber auch einen Aufzug. Gefällt es dir, Leo? Die Autos wollen alle parken. Sie stehen in einer langen Schlange vor der Schranke. Wenn die Ampel auf grün schaltet, wird die Schranke hochgehen. Aber zuerst müssen wir noch die Parkplätze kennzeichnen. Leo, lass uns Farbe suchen. Hier haben wir Farben in Sprühdosen. Leo, weißt du, wie das geht? Welche Farbe sollen wir denn nehmen? Weiß. Natürlich. Auf dem grauen Asphalt wird Weiß gut zu sehen sein. Na dann los, Leo. Genau so geht das. Jedes Auto bekommt eine Parklücke. Leo rollt rückwärts die Rampe runter. Das Parkhaus ist fertig. Jetzt können wir die Schranke hochmachen. Das sind ja viele Autos. Aber jedes Auto hat einen Parkplatz gefunden. Leo malt noch Pfeile an den Eingang. Er wartet noch auf andere Autos. Da sind sie ja. Der Autotransporter hat sie gebracht. Willkommen in unserem Parkhaus, Autos. Vielen Dank, Leo. Leo fährt die Straße entlang.
was er heute wohl bauen wird? Wir werden sehen. Leo, brauchst du etwas aus dem Sandkasten? Eimer und Schaufel. Weiter geht's. Lade die Teile ab, Leo. Oh, das sind Teile für ein Feuerwehrauto. Lasst sie uns zusammenbauen. Fahrerkabine und Fahrgestell. Jetzt die Türen. Und der Wassertank. Ein Fach für die Werkzeuge. Da kommen der Eimer und die Schaufel rein. Habt ihr gewusst, dass Feuerwehrmänner manchmal ein Feuer auch mit Sand löschen? Kotflügel. Räder. Stoßstange und Frontscheinwerfer. Und das ist der Drehmechanismus für die Leiter. Aber wo ist die Leiter? Roboter, habt ihr die Leiter des Feuerwehrautos gesehen? Was habt ihr denn da? Das sind Warnleuchten. Die brauchen wir auch. Leo, die Warnleuchten sehen aus wie kleine Hörner. Oh, wo bist du denn? Da bist du ja. Und jetzt lass uns die Leiter suchen gehen. Wo könnte sie denn sein? Hast du sie schon entdeckt? Nein? Schau genau hin. Sie ist hinter dem Sandkasten. Lasst uns die Leiter montieren. Fertig. Und jetzt die Warnleuchten. Das Feuerwehrauto ist startklar. Wir müssen aber noch den Tank mit Wasser füllen. Schaut mal, das Feuerwehrauto gießt die Blumen. Roboter, braucht ihr auch Wasser? Das Feuerwehrauto füllt das Planschbecken mit Wasser. Jetzt können die Entchen schwimmen. Das Feuerwehrauto kann viel mehr als nur Feuer zu löschen. Die Roboter bauen auf dem Spielplatz aus bunten Blöcken Burgen. Die Burgen sollen groß werden. Mal sehen, welche Burg schöner wird. Es ist nur noch ein Block übrig. Roboter, hört auf zu streiten.
Ein Block ist nicht genug, um die Burg fertig zu bauen. Leo, du kannst doch sicher noch mehr Blöcke bringen. Oder, Leo? Leo fährt zu Liftys Laden. Lifty, wir brauchen Blöcke. Viele Blöcke, um zwei große Burgen zu bauen. Wow, das ist ja ein richtiger Berg aus Blöcken. Leo kann die ja gar nicht alle transportieren. Wir müssen einen großen Laster bauen. Leo hat die Teile dafür gebracht. Lass sie uns zusammenbauen. Kabine, Frontscheinwerfer, Kühlergrill, vordere Stoßstange, zwei Sitze, Lenkrad, Türen. Außenspiegel. Dieses Teil befestigen wir an der Kabine. Kotflügel. Auspuffrohre. Und vier Räder. Die Zugmaschine ist fertig. Aber von wo bekommen wir den Anhänger her? Weißt du es vielleicht, Lifty? Mal sehen. Welches Teil brauchen wir? Die Ladeschaufel? Nein. Die Mischtrommel? Darin kann man keine Blöcke transportieren. Den großen Anhänger? Ja, den nehmen wir mit. Schieb, Leo. Lasst uns den Anhänger an der Zugmaschine befestigen. Jetzt kann Leo die Blöcke in den Ladekasten füllen. Gut gemacht, Lifty. Leo, jetzt können wir die Blöcke zu den Robotern bringen. Oh, der orangefarbene Block ist runtergefallen. Leo, nimm ihn mit. Los geht's. Roboter, schaut mal. Der große Laster hat noch mehr Blöcke gebracht. Vorsicht. Oh.
Guter Roboter, wo bist du? Geht's dir gut? Jetzt könnt ihr eure Burgen fertig bauen. Die Roboter sind aber schnell. Ihre Burgen sind fertig. Super! Dankeschön, Leo. Die vier kleinen Autos fahren die Straße entlang. Oh, eine Pfütze! Nasse Straßen sind rutschig. Oh, Vorsicht! Leo, das gelbe Auto steckt fest und kommt alleine nicht raus. Kannst du ihm helfen? Aha. Lasst uns einen Abschleppwagen bauen. Der kann das gelbe Auto rausziehen. Los geht's, Leo. Am Fahrgestell montieren wir die Plattform für die Fahrerkabine. Jetzt kommen zwei Sitze. Lenkrad und Instrumententafel. Und nun die Fahrerkabine. Frontscheinwerfer. Vordere Stoßstange. Vier Räder. Kotflügel. Und eine rote Plattform. Darauf kommt der Ausleger und der Haken, um das Auto aus dem Graben zu ziehen. Aber wo sind der Ausleger und der Haken? Leo, wir müssen sie suchen gehen. Ah, da ist der Haken ja. Der kommt in deinen Ladekasten. Und der Ausleger ist unter der Rutsche. Prima. Na los. Lass uns den Ausleger mit der Winde montieren. Und den Haken natürlich auch. Gut gemacht, Leo. Schaut mal, wie stark der Abschleppwagen ist. Er kann sogar Leo ziehen. Kleines Auto, wir helfen dir da raus. Der Abschleppwagen lässt den Haken runter. Halte dich dran fest. Genau so. Gut gemacht. Kleines Auto, du bist aber schmutzig.
Wir bringen dich in die Waschanlage. Zeit, dich wieder sauber zu machen. Danach kannst du weiterfahren. Sei in Zukunft aber vorsichtiger.